Protestierende Bauern in den Niederlanden haben am späten Dienstagabend mit einem Traktor eine Polizeiabsperrung vor dem Wohnhaus von Umweltministerin Christiane van der Waal durchbrochen. Bei der Aktion wurde nicht nur ein Polizeiauto beschädigt, sondern auch ein Gülletank auf das Haus der Politikerin geleert, teilte die Polizei in der Nacht zum Mittwoch bei Twitter mit. Videos, die in den sozialen Medien kursieren, zeigen die ungewöhnliche Protestaktion. Die Ministerin war zu dem Zeitpunkt allerdings nicht zu Hause, wie die Agentur ANP unter Berufung auf einen Sprecher berichtete. Die Situation in Hirden, östlich von Amsterdam, sei bedrohlich und inakzeptabel gewesen, hieß es von der Polizei weiter. Es seien Grenzen überschritten worden. Die Bauern protestieren gegen geplante Maßnahmen der Regierung. Der Ausstoß von Stickstoff muss nach einem höchstrichterlichen Urteil stark reduziert werden. Bei Naturgebieten soll der Schadstoffausstoß um rund 70% verringert werden. Das kann nach Regierungsangaben das Aus für etwa 30% der Viehbetriebe bedeuten. Bereits am Montagabend hatten sich wütende Bauern vor dem Wohnhaus der Ministerin versammelt.